Ich begrüße Sie herzlich zum vierten Teil im Modul Lieferanten- und Qualitätsmanagement als Teil des Vorbereitungslehrgangs zur Berufsprüfung Einkaufsfachmann, Einkaufsfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis. Mein Name ist Stefan Dingerkus, ich bin Dozent bei ProcureSwiss für das Modul Lieferanten- und Qualitätsmanagement. Die Videos Teil 1 bis Teil 3 sollten Sie bereits angeschaut haben. Falls das noch nicht der Fall ist, empfehle ich Ihnen, die Videos chronologisch anzuschauen, da die Inhalte aufeinander aufbauen. Heute im Teil 4 geht es um das Kapitel 2.4 Management der Lieferantenbasis. In diesem Abschnitt Management der Lieferantenbasis geht es um die aktive Gestaltung und Steuerung der Lieferantenbasis durch Sie als Einkaufsfachleute. Dabei geht es vor allem vorrangig auch um die optimale Anzahl unserer Lieferanten, nämlich die Aufteilung des Volumens zwischen einzelnen Lieferanten im Portfolio. Das nennen wir den Lieferantenmix. Die Segmentierung der Lieferantenbasis, die wir ja bereits behandelt haben, ist dafür die notwendige Vorarbeit. Die Ziele leiten sich, wie dargelegt, aus der Unternehmensstrategie ab. Übergeordnet steht zumeist das langfristige Ziel, die Gesamtkosten zu senken. Dazu gehört aber auch ein wichtiger Aspekt, wie zum Beispiel die Steigerung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, die langfristig eine Rolle in der Optimierung der Lieferantenzahl und dem Management der Lieferantenbasis ausmacht. Dazu gehören Flexibilitätsziele. Wie können wir Lieferzeiten, Liefertermine und so weiter flexibel gestalten? Innovationsziele. Wie kann uns der Lieferant helfen, innovativer, wettbewerbsfähigere Produkte auf den Markt zu bringen? Wie kann der Lieferant dazu beitragen, unsere Qualitätsziele zu erreichen oder gar neue Dimensionen von Qualitätszielen anzustreben? Dazu gehören zweifellos partnerschaftliche Beziehungen. Dazu gehört die Frage der regionalen Verteilung der Lieferanten. Dazu gehört auch der Aspekt der Nachhaltigkeit mit sozialen, ethischen und ökologischen Zielsetzungen. Daraus resultieren die sogenannten internen und externen Anforderungen an die Gestaltung unserer Lieferantenbasis. Das Management der Lieferantenbasis ist dabei eine Hauptaktivität des Lieferantenmanagements, welche durch verschiedene Maßnahmen und Aktivitäten gekennzeichnet ist. Wie bereits behandelt, die Systematisierung der Lieferantenbasis, wobei wir hier unten nochmal sehen, die Systematisierung stellt die Schaffung einer strukturierten Übersicht dar. Als zweites haben wir hier die Segmentierung der Lieferantenbasis. Auch die haben wir bereits behandelt, wobei die Segmentierung die Zerlegung der Lieferantenbasis in verschiedene Abschnitte und Gruppen bedeutet. Nun kommt die Frage der optimalen Anzahl von Lieferanten hinzu. Die Frage des richtigen Vorgehens bei der Lieferantenauswahl ist zentral. Und wir lernen im Verlauf des Unterrichts nun auch verschiedene Instrumente kennen, um diese Maßnahmen zum Management der Lieferantenbasis auch strukturiert und optimiert durchführen zu können. Da ist zum einen die Lieferantenbeurteilung, da ist auch die Lieferantenbewertung, die Teil der noch folgenden Handlungskompetenzen 2.5 sein wird. Ebenso die Lieferantenauditierung und als Teil der Lieferantenentwicklung natürlich auch die Lieferantenkommunikation. Wie vielen Lieferanten können und wollen wir zusammenarbeiten? Da können verschiedene Gründe Treiber für die Lieferantenreduzierung sein. Natürlich, je weniger Schnittstellen wir haben, desto
Effizienter und einfacher ist die Gestaltung der Wertschöpfungskette. Wir können mit weniger Lieferanten größere Umsätze bündeln und durch das Pooling von Einkaufsvolumina, Skaleneffekte und bessere Preise erhalten. Der administrative Aufwand lässt sich reduzieren im Bereich Einkauf und natürlich resultierend auch in der Logistik, zum Beispiel durch C-Teile-Management. Mit Bestandsreduzierungen kann die Kapitalbindung verringert und damit die Kapitalstruktur verbessert werden. Wenn wir mit weniger Lieferanten kommunizieren und kooperieren, ist der Aufbau partnerschaftlicher Lieferantenbeziehungen einfacher möglich, denn Partnerschaften bilden und pflegen bindet Ressourcen. Und diese knappen Ressourcen können wir besser konzentrieren, wenn wir das Management der verbleibenden leistungsfähigen Lieferanten bündeln und optimieren. Manche Unternehmen haben dazu auch weitere Kriterien aufgenommen, nämlich zum Beispiel die Beschränkung der Geschäftsbeziehungen auf ISO-zertifizierte Lieferanten. Dazu können wir verschiedene Hilfsmittel heranziehen, um die Lieferantenreduzierung über die verschiedenen Warengruppen durchzuführen. Solche Hilfsmittel können Lieferantenvorzugslisten sein. Daraus resultieren unsere Vorzugslieferanten. Wir können Modullieferanten im Bereich Modular Sourcing priorisieren, die uns einen gewissen Wertschöpfungsanteil mit samt der Materialbelieferung zusichern. Dann können über Bauteile, Vorzugslisten, Standardisierungen und Vereinfachungen zur Reduktion von Lieferanten beitragen. Warengruppenstrategien mit bestimmten Vorzugslieferanten helfen uns, ebenso Lieferantenstrategien für das Basissortiment und prozessorientierte Aspekte wie E-Procurement oder das schon erwähnte C-Teile-Management. Wichtig ist dabei, Lieferantenreduzierung ist niemals Selbstzweck. Die Strategie für die Lieferantenbasis, die basiert bzw. definiert die langfristigen Ziele unseres Portfolios, unseres Lieferantenportfolios. Da könnten verschiedene typischen Strategiezielgrößen gewählt und aufgeführt werden. Hier beispielhaft die Anzahl der Lieferanten, der Mix der Lieferanten, die Beziehungstypen der Lieferanten, regionale Verteilungen oder gar geografische Verteilungen. Das Thema Risiken hatten wir auch bereits behandelt in diesem Zusammenhang. Oder eben auch, wie vorhin erwähnt, der Anteil an ISO 9000 zertifizierte Lieferanten oder auch in anderen ISO-Zertifizierungen zertifizierte Lieferanten. Und im Sinne von Diversity auch der Aspekt, wie hoch ist der Anteil von Women or Minority-owned Lieferanten. Ein Begriff, der im europäischen und deutschen Sprachraum weniger Verwendung findet, im US-amerikanischen Business jedoch bereits eine gewisse Relevanz hat, insofern auch Teil unserer ethischen Unternehmensführung darstellt. Diese Zielgrößen sind natürlich nicht Selbstzweck, sondern sie richten sich nach den in die Strategie des Unternehmens eingebetteten Anforderungen. Guideline dafür ist, Unternehmensstrategie prägt die Einkaufsstrategie und diese prägt die Beschaffungsstrategie und daraus resultiert die Einzellieferantenstrategie, wie wir das im früheren Abschnitt kennengelernt hatten. Hierzu haben wir auch Instrumente, die uns helfen, diesen Lieferantenmix geeignet zu strukturieren. Eine Handvoll A-Lieferanten, die umfasst in der Regel einen
Anteil von bis zu 80% unseres Einkaufsvolumens, wie hier dargestellt. Die A-Lieferanten, die unsere Key Supplier sind und entsprechend bevorzugt behandelt werden, mit denen wir eine integrative Beziehung mit frühzeitiger Einbindung pflegen und suchen. Da kommt das System bzw. Modular Sourcing in Betracht. Und mit solchen Unternehmen, mit denen wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, können auch Risk and Revenue Sharing Strategien vereinbart werden im Sinne einer gemeinsamen Wertgestaltung, gemeinsamer Wertanalyse und natürlich auch da wieder operative Instrumente zur Vermeidung administrativer Kosten. Der Fokus bei A-Lieferanten liegt definitiv auf den Materialkosten, denn hier haben wir mit wenigen Materialien und den dazugehörigen Lieferanten einen hohen Anteil an unserem Gesamtumsatz im Einkauf. Wenn wir am anderen Ende der Lieferantenkette unsere C-Lieferanten anschauen, dann sehen Sie hier, da gibt es eine große Anzahl von über 50% unserer Lieferanten, die nur einen sehr kleinen, vielleicht 5- bis 10-prozentigen Anteil am Umsatz ausmachen, gemäß der durchgeführten ABC-Analyse. Und Ansätze für C-Lieferanten sind Optimierung der Beschaffungsprozesse. Die Artikelkosten sind klein, die administrativen Kosten im Verhältnis hoch. Damit gehen auch Direktbelieferungskonzepte einher oder die bereits erwähnten Continuous Replenishment Konzepte CRP, wozu eben auch Vendor Managed Inventory oder Konsignationslager gehört, die wir auch allgemein als C-Teile-Management bezeichnen. Und auch hier könnten Plattformen wie E-Procurement helfen. Der Fokus bei den C-Lieferanten, der liegt definitiv auf den Prozesskosten. Da können wir besonders in der Optimierung der Abläufe finanzielle Mittel einsparen. Hier verwenden wir Normstrategien, um Warengruppen und Lieferanten entsprechend zu optimieren. Wir beginnen jeweils mit der Fragestellung, welches sind unsere erfolgskritischen Warengruppen? Also wir beginnen auch hier wieder mit dem Beschaffungsgüter- oder dem Materialportfolio. Wir erinnern uns, wir hatten dieses eingeteilt in einer Kraljic-Matrix in der Portfolioanalyse: Einkaufsvolumen von Tief C-Teile zu Groß A-Teile, Versorgungsrisiko von gering zu hoch in 4 Quadranten, strategische Teile oben rechts, hoher Umsatz, hohes Versorgungsrisiko bzw. Komplexität. Unten links Standardteile, geringer Umsatz, geringes Versorgungsrisiko. Unten rechts unsere Kernhebelteile, hohe Umsatzanteile mit geringem Versorgungsrisiko. Oben links unsere Engpassteile, hohes Versorgungsrisiko bei kleinem Einkaufsvolumen. Aus diesem Beschaffungsgüterportfolio oder Materialportfolio machen wir dann das Lieferanten- oder Beschaffungsquellenportfolio, unser Lieferantenportfolio in einer gleichartigen Matrix, Einkaufsvolumen über Versorgungsrisiko. Und wir sehen jetzt hier aus den strategischen Teilen, dahinter stecken die strategischen Lieferanten, die Standardlieferanten hinter den Standardteilen, die Engpasslieferanten hinter den Engpassteilen. Und unsere Kernhebellieferanten hinter den Kernhebelteilen. Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass wenn wir Warengruppen in bestimmten Segmenten unserer Portfoliomatrix ansiedeln, aufgrund des Gesamtumsatzes und des Gesamtrisikos einer Warengruppe, dann bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass jeder Lieferant, der in dieser Warengruppe einen Teilumfang liefert, selbst wiederum in dem gleichen Quadranten unserer Lieferantenportfoliomatrix stehen muss. Wir sehen das gleich in einem Beispiel.
Diese Normstrategien definieren wir in Kombination von Material- und Lieferantenportfolio. Dazu haben wir zunächst das Materialportfolio gebildet. Wie wir hier sehen, auf der linken Seite unserer 4x4-Matrix sehen wir die strategischen Teile, die Engpassteile, die Kernhebelteile und die Standardteile. Im zweiten Schritt aus dem resultierenden Lieferantenportfolio, welches hier auch einfließt, in der X-Achse hier im waagerechten Bereich unten, da haben wir unsere Standardlieferanten, Kernhebellieferanten, Engpasslieferanten und strategischen Lieferanten. Und wir sehen, dass die Anforderungen an das Beschaffungsmanagement hier quasi von unten links nach oben rechts zunehmen. Und insofern ist der Fokus auf den beiden rechts oben liegenden Quadranten strategischer Teile respektive strategischer Lieferanten mit unserer Wertschöpfungspartnerschaft und der Sicherstellung der Verfügbarkeit bei Engpasslieferanten und Engpassteilen. Bei den strategischen Materialien und mit den strategischen Lieferanten, da streben wir Mehrwertgemeinschaften an, Win-Win-Situationen, indem wir mit langfristig gebundenen strategischen Vertragsgestaltungen gemeinsam Produkte entwickeln und Markterfolge erzielen. Engpassteile und Engpasslieferanten, die erfordern eine Risikominimierung, da das Versorgungsrisiko häufig nicht im Verhältnis zum eigentlichen Einkaufsvolumen steht und insofern gelegentlich auch unterschätzt werden kann. Bei den Kernhebelteilen und den zugehörigen Lieferanten, unser Big Business, da fokussieren wir auf den Materialkosten. Da wollen wir optimale Preise, optimale Lieferbeziehungen im Sinne Total Cost of Ownership Optimierung anstreben und natürlich dann als letztes Element hier Standardteile und Standardlieferanten. Geringer Umsatz mit geringem Risiko, kleinen Preisen, kleinen Umsatzanteilen fokussieren wir auf den Prozesskosten. Eine ähnliche, inhaltlich identische Darstellung finden wir hier in komprimierter Form. Wir haben unsere Matrix in der bekannten Art und Weise wieder und unsere vier Quadranten darin. Da geht es darum, dass wir der Gefahr nicht unterliegen, unsere Energie am falschen Ende zu arbeiten. Wir wollen effektiv wirken, also das Richtige tun, versus effizient sein, dieses auch richtig umzusetzen. Engpassmaterialien, Strategie, Risikominimierung, Kernhebelmaterialien, Multiple Sourcing oder Pooling im Sinne Materialkostenoptimierung, strategische Materialien, gemeinsame Supply Chain und Produktmanagement, Co-Development, gemeinsame Entwicklungsstrategien und schließlich unkritische Materialien, Prozesskostenminimierung und Outsourcing. Dieser Zusammenhang zwischen Beschaffungsobjekten einerseits und dem Risikomanagement andererseits können wir in der Form der Lieferantenbeziehung auch zusammengefasst darstellen. Wenn wir hier unten auf der linken Seite eher opportunistische Beziehungsstrategien haben versus den partnerschaftlichen, dann haben wir da, wo wir durch Multiple Sourcing Risiko reduzieren, eine Auswahl eher nach Angebotsvergleich. Also wir suchen oder behandeln Beschaffungsobjekte, die taktisch einfach zu bewirtschaften sind, die taktisch bewirtschaftet werden, die in der Regel standardisiert sind und wo die Innovation sicherlich beim Lieferanten liegt. Bei höheren Risiken und entsprechend riskanteren Material- und Lieferantenbeziehungen, da ist es wichtig, dass wir das Risiko durch eine sehr sorgfältige, aufwendige Beurteilung im Auge behalten und managen. Da geht es also um strategische
Beschaffungsobjekte, die komplex sind, mit proprietärem Know-how, wo nicht so leicht austauschbar ist und wohinter eine systematische Innovation steckt. Und im Gesamtportfolio ist es wichtig, dass wir so eine ausgewogene und konsistente Verteilung sowohl opportunistisch bewirtschafteter Beschaffungsobjekte mit entsprechendem Risikominimierung durch Multiple Sourcing und Sicherheitsbeständen versus sorgfältiger Risikobeurteilung im strategisch komplexen proprietären Warengruppenumfeld mit unseren strategischen Partnerschaften aus eine solche Ausgewogenheit erreichen. Hierzu nun das Beispiel für eine Warengruppenstrategie. Es geht um Blechteile und wir sehen hier die beiden Matrixen, wie wir sie schon kennengelernt haben. Risiko oder Komplexität der Warengruppe versus Werte der Warengruppe. Und da sehen wir hier die Warengruppe Blech als A-Umfang mit 2 Millionen Franken Jahresumsatz ganz rechts in der Portfoliomatrix mit einem Risiko etwas unterhalb der Mittellinie platziert. Diese Warengruppe Blech verfügt heute über 4 Lieferanten, einen Schweizer und einen deutschen Lieferanten mit Umsätzen knapp über oder knapp unter 700.000 Franken. Beide zusammen machen etwa 2/3 des Umsatzes aus. Dann gibt es 2 weitere Lieferanten mit kleinerem Umsatz bei insgesamt 2.300.000 Umsatz. Diese Lieferantenmatrix, die sehen wir hier im unteren, in der unteren Portfoliomatrix, der Lieferant 1 im Verhältnis zur Warenstrategie leicht höher positioniert, der Lieferant 2 etwas tiefer positioniert, beide strategische Lieferanten hier im oberen rechten Quadranten. Und dann haben wir ja 2 weitere Lieferanten, 3 und 4, mit geringeren Umsätzen. Das sehen wir hier weiter links auf der Achse und auch geringeren Risiken. Also die Lieferanten 3 und 4, die sind hier im unteren linken Quadranten unserer Lieferantenmatrix angesiedelt, also zählen zu den Standardlieferanten. Dies ist ein sehr schönes Beispiel, um aufzuzeigen, dass eine Warengruppe, die mit 2 Millionen Franken eine A-Warengruppe ist, 4 Lieferanten enthalten kann, von denen 2 strategische Lieferanten oben rechts sind und 2 Standardlieferanten unten links. Heute wird diese Warengruppe von einem Team geführt mit einem Lead Buyer und 2 Mitarbeitenden und die Beschaffungsstrategie, die zielt nun darauf, die Konzentration des Einkaufsvolumens von 2,3 Millionen Franken von 4 auf 3 Lieferanten zu reduzieren, davon einen in der Schweiz weiterhin, einen in Deutschland und einen in Osteuropa, Eastern European Countries. Vorgehensweise, um die Lieferanten neu zu gewinnen bzw. zuzuteilen. Die sollen Prototypen liefern und auf der Basis einer offenen Kalkulation wird über die zukünftige Zusammenarbeit verhandelt werden. Dann werden die Blechteile mit dem Fokus auf Prototypenbau, Kleinteile und Kostentreiberteile neu verteilt. In diesem Beispiel ist das Ziel für die 2020er Jahre darin zu sehen, Materialkosten um mindestens 5% zu senken, wie schon erwähnt, die Anzahl Lieferanten um einen zu reduzieren und einen neuen dafür in Mittelosteuropa aufzubauen. Die nächsten Schritte liegt dann darin, solche Lieferanten überhaupt zu evaluieren,
ein Request for Quotation, also eine Anfrage für Kostentreiber herauszugeben und im dritten Schritt dann diese Umfänge neu auszuschreiben und entsprechend zu verhandeln. Die Vorgehensweise in derartigen Projekten auf dem Weg zur Einzellieferantenstrategie basiert, wie wir es bereits kennengelernt haben, einerseits auf dem Strategietrichter, Unternehmensstrategie via Einkaufsstrategie, via Beschaffungsstrategie führt zur Einzellieferantenstrategie. Diese wiederum ist eingebettet in den vertikalen Strategieabgleich unseres Unternehmens mit den Geschäftsfeldern, worin die Beschaffungsstrategie, die Warengruppenstrategie als Unterteil davon zur Einzellieferantenstrategie führt. Sie ist aber ebenso eingebettet in den horizontalen Strategieabgleich mit unserer Produktstrategie in Kooperation mit Produktentwicklung und Produktion, aber auch mit unserer Verkaufsstrategie in Kooperation mit Verkauf und Vertrieb. Dieses Bild hatten wir unter den Handlungskompetenzen 2.3 schon angeschaut. Wir unterscheiden grundsätzlich drei verschiedene Ausprägungen für Einzellieferantenstrategie. Zunächst die Vorwärtsstrategie mit dem Ansatz steigender, intensiverer Zusammenarbeit und Umsätze. Die Merkmale dieser Strategie, häufig bei neuen Produkten, werden auch neue Lieferanten dafür gesucht. Da, wo wir gemeinsame Engineering-Produktentwicklung haben oder globale Player im Weltmarkt positionieren wollen und mit diesen arbeiten, dann suchen wir neue Lieferanten mit einer Vorwärtsstrategie. Auch wenn neue Technologien eingeführt werden, dann basiert das häufig auf langfristigen Verträgen mit strategischen Lieferanten. Für laufende Produkte können auch Rationalisierungsprojekte mit dem Ziel von Wertschöpfungsoptimierung und Preisreduktion eine Rolle spielen. Lieferanten können sich als Zukunftslieferant positionieren. Und wir investieren dann in solche Beziehungen, wenn wir zumindest mittelfristig keine eigene Fertigung in diesem Segment anstreben. Am anderen Ende hatten wir die Ausstiegsstrategie besprochen. Da geht es darum, das Volumen mit Lieferanten zu reduzieren oder diesen gar vollständig auszulisten. Also wir platzieren keine neuen Produkte mehr bei solchen Lieferanten. Es wird auch keine zukünftigen neuen Anfragen mehr geben. Wir versuchen, das Preisniveau zu halten und verlagern eventuell einzelne Umfänge in die Eigenfertigung, Make or Buy, beziehungsweise zu anderen Lieferanten. Wichtig ist dabei, sicherzustellen, dass solange die von diesem Lieferant mitproduzierten Produkte, dass dafür die Ersatzteilversorgung und der Kundendienst sichergestellt ist. Und wenn dies kleine Lieferanten sind, sind das häufig weniger Risiken, die damit verbunden sind. Und im Zuge der Optimierung von Währungskörben können solche Strategien bei sich verändernden Wechselkursbeziehungen auch ausgelöst werden. Und dann haben wir die Ertüchtigungsstrategie in der Mitte mit der Option Hop oder Flop, also Stagnation, wollen wir mit dem Lieferant weitermachen, wollen wir ihn vielleicht doch ausfasieren. Naja, das ist nicht ganz einfach einzuschätzen und vielleicht auch nur übergangsweise zu beantworten, ihm eine weitere Chance oder zur Bewährung eine Möglichkeit zu bieten, mit konstantem Einkaufsvolumen weiter zusammenzuarbeiten, ihn an der Durchführung von Rationalisierungsprojekten zu beteiligen und zu erkennen, inwieweit er dort proaktiv mitarbeitet. Vielleicht erwägen wir in dieser Warengruppe
mittelfristig oder längerfristig eine Eigenfertigung. Vielleicht überprüfen wir andere Lieferanten im Zuge von anderen Währungs- und Warenkörben mit neuem Einsparungspotenzial. Vielleicht ist auch Natural Hedging der Treiber, nämlich die Ausrichtung unseres Einkaufsvolumens am Absatzvolumen unseres Unternehmens. Zu diesem Aspekt habe ich Ihnen hier auch wieder einen Lernauftrag mit einer Übung mitgebracht. Verfolgen Sie bitte zunächst das Beispiel aus der Blechverarbeitung, was wir vorhin angesprochen haben. Wie würden Sie da vorgehen? Und in der Analogie zu diesem Beispiel wählen Sie eine Warengruppe aus Ihrem Verantwortungsbereich oder zumindest aus Ihrem Kenntnisbereich. Positionieren Sie diese Warengruppe in der Warengruppenmatrix. Welche Lieferanten haben wir? Haben Sie heute für diese Warengruppe? Positionieren Sie auch diese in der Lieferantenmatrix. Warengruppenmatrix links, Lieferantenmatrix rechts. Das ist hier so die Vorgehensweise. Und entwickeln Sie im Arbeitsteam gemeinsam mit Ihren Kollegen Optimierungspotenziale für die Lieferantenstrategie mit dem Ziel, die Anzahl Lieferanten zu reduzieren. Diskutieren Sie das Ergebnis in der Lerngruppe. Wir werden auch da wieder uns in die Unterrichts- bzw. Gruppenräume aufteilen und anschließend das Ergebnis im Plenum resümieren. Ein nächster Schritt für die Auswahl neuer Lieferanten ist die Lieferantenbeurteilung. Die Lieferantenbeurteilung hier rechts hervorgehoben im Kontext unseres Lieferantenlebenszyklus, in dem bei der Anbahnung eines neuen Lieferanten zunächst mal eine Lieferantenbeurteilung in der Phase der Evaluation stattfindet. Diese Beurteilung ist in der Regel qualitativ. Wir sehen nachher, die Lieferantenbewertung ist in der Regel quantitativ. Zurück zur Lieferantenbeurteilung, die, wie schon erwähnt, bei der Lieferantenauswahl verwendet wird, natürlich auch und besonders bei strategischen Lieferanten, nicht nur zwangsläufig. In einem ersten Schritt lösen wir ein RFI aus, ein Request for Information auf der Basis eines standardisierten Fragebogens, in dem der Lieferant sich selbst beauskunftet. Also wir lassen uns vom Lieferanten eine Selbstbeurteilung zusenden. Wir erstellen mit diesen Daten eine Lieferantenbeurteilung, ergänzt durch im Internet recherchiert oder bei Referenzkunden zusätzlich erhaltenen Informationen. Und dann erfolgt ein Erstbesuch und auf diesem Erstbesuch, der auf Basis des RFI stattgefunden hat, erstellen wir dann die Lieferantenbeurteilung für diesen neuen Lieferanten. Diese Lieferantenbeurteilung setzt sich in der Regel aus zwei Teilen zusammen, einem allgemeinen Teil, der standardisiert ist, unabhängig auch von der Warengruppe ist. Da geht es um Kapital- und Eigentümerstruktur, Größe des Unternehmens und Umsatzentwicklung. Wie ist die Firma organisiert? Wie viele Mitarbeiter hat sie? Wie ist sie aufgestellt? Wie sieht die Entwicklung des Unternehmens in der Mitarbeiteranzahl aus? Ein sehr wichtiger Indikator. Wachsen Firmen oder schrumpfen Firmen? In welchen Technologien ist die Firma aktiv und positioniert? Wie sieht die Entwicklung und die Innovationsfähigkeit aus? An welchen Standorten ist sie tätig? Mit welcher Infrastruktur arbeitet das Unternehmen? Welche Referenzen produkt- bzw. kundenseitig werden uns angegeben? Gibt es Zertifizierungen? Und wie ist die Infrastruktur, insbesondere die IT-Infrastruktur? Welche eingesetzten Systeme haben wir? Gibt es ein ERP-System? Wenn ja, welches? Gibt es schon digitalisierten Datenaustausch mit Kunden und Lieferanten? Auf welcher Basis erfolgen Produktentwicklung und Produktionsplanung?
Der zweite Teil ist jetzt sehr spezifisch auf unser Beschaffungsobjekt, auf die Warengruppe abgestimmt, welche spezielle Fragen zur Fertigung, zum Fertigungsverfahren hier beim technischen Produkt spielen da eine große Rolle, welche speziellen Zertifizierungen, gerade bei Druckbehältern, Schweißverfahren, welche spezifischen Zertifizierungen gibt es, Zulassungen für bestimmte Märkte, Medizinprodukte mit entsprechenden Zulassungen, aber auch Zertifikate betreffend Good Manufacturing Practice, GMP oder Good Distribution Practice, die GDP, spielen im Bereich von Medizinalprodukten eine große Rolle. Diese und ähnliche Fragen spezifischer Art sind dann Teil des zweiten Abschnitts der Lieferantenbeurteilung. In diese Lieferantenbeurteilung können natürlich auch Kriterien aus dem Kontext der Nachhaltigkeit einfließen, Umweltaspekte wie Emissionen, Wasserverbrauch, Energieverbrauch, Recycling von Abfall oder Transportmanagement, soziale Nachhaltigkeit, wie viele Mitarbeiter beschäftigt die Firma, wie ist die Frauenquote, wie hoch ist die Fluktuation im Unternehmen, was wird für Weiterbildung und Training investiert. Im Weiteren ökonomische, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, in welchem Land, in welcher Region wird gearbeitet, welche Ergebnisse bringen die Audits und die Bewertungen, gibt es ein Training für die in diesem Unternehmen, ist das regional, wenn die Firma mehrere Standorte hat, regional überall gleich. Gibt es irgendwelche Warnungen gegenüber Tätigkeitsgegenden oder geografischen Standorten des Unternehmens? Was spricht für die Beendigung der Beziehung und die Mitarbeiterfluktuation in den jeweiligen Regionen? Wenn also ein potenzieller neuer Lieferant diese erste Hürde der Lieferantenbeurteilung überwunden hat, dann führen wir gerne ein Lieferantenaudit durch, dies insbesondere bei strategischen Warengruppen. Übers Audit reden wir im Kapitel Lieferantenleistung durch Qualitätsmanagement verbessern noch im Detail. Wir führen in der Regel Prozessaudits durch und dies findet auch bei der Erstbeurteilung eines Lieferanten bei einem solchen Audit statt. Diese Hilfsmittel für ein Audit werden individuell angepasst und ganz wichtig, auch das ist immer wieder gerne eine Prüfungsfrage, die Durchführung von Audits erfolgt auf jeden Fall zu mehreren Personen in interdisziplinären Teams. Hier eine Checkliste für Lieferantenaudits. Die Audits hier im Bereich der Lieferantenevaluation noch etwas einfacher durchgeführt. Wir stellen unser Team zusammen. Wir bereiten das Audit intern vor. Der Einkäufer geht zusammen mit technischen Verantwortlichen, Produktionsverantwortlichen, Logistikverantwortlichen zum Lieferant und entsprechend bereiten diese das gemeinsam vor. Sie stimmen Termin und Ablauf gemeinsam ab, kündigen das Audit vorher an und senden dem Lieferant den Fragebogen zu, mitsamt einer Agenda für die Durchführung des Audits, die in der Regel die Punkte umfasst: Begrüßung, Einleitung, Durchführung. Da kann sich das Team auch aufteilen und mit Fachexperten aus den jeweiligen Bereichen zusammen die Prozesse dieser Abteilungen auditieren. Am Schluss dieses Erstaudits gibt es ein Erstfeedback und eine Schlussbesprechung. Danach wird ein Protokoll erstellt, dem Lieferanten dieses auch zugesandt und anschließend erfolgt eine Nachbearbeitung und ein Follow-up. Je nachdem, wie gut das Lieferantenaudit nun verlaufen ist,
kommt es nun zu einer, zum nächsten Schritt, nämlich der Angebotseinholung und vielleicht sogar der Vertragsverhandlung. Das Lieferantenaudit, das kann nach verschiedenen Kriterien erstellt und zusammengefasst werden, zum Beispiel Unternehmensinfrastruktur, wie ist das Supply Chain Management organisiert, wie ist die Produktion aufgestellt, welchen Eindruck haben wir dort, wie funktionieren Qualitätsmanagement und Geschäftsprozesse und wie verhält es sich mit IT und Software. Und hier sehen wir an einem Beispiel, wo dann entsprechend die Ratings für die einzelnen Kriterien erfasst werden und ein Gesamteindruck wiedergegeben wird. Diese Unterlagen finden Sie als Zusatzmaterial zum Lieferantenaudit und die stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wichtig ist, dass die Hilfsmittel jeweils individuell für das zu auditierende Unternehmen angepasst werden und entscheidend ist auch, dass die Systematik für einen Lieferantenaudit für alle auditierten Unternehmen dieselben sein müssen, damit wir die Ergebnisse auch tatsächlich vergleichen können. Damit sind wir bereits am Ende von Kapitel 2.4, Management der Lieferantenbasis. Ich empfehle Ihnen auch in diesem Kapitel, führen Sie eine Lernkontrolle durch auf Basis dieses Videos zusammen mit dem Folienskript, mit den Studienunterlagen, wie Repetitionsfragen und als Lernkontrolle können Sie auch die Beantwortung, die Musterlösung zu den Repetitionsfragen zu Rate ziehen. Abschließend zur Repetierung dieses Kapitels. Repetieren Sie, bearbeiten Sie die Inhalte dieses Kapitels 2.4 Management der Lieferantenbasis gemeinsam mit Ihren Studienkollegen in Ihren Lerngruppen. Klären Sie offene Fragen miteinander. Wir werden auch dazu im Online-Unterricht Zeit haben und uns in den Gruppenräumen entsprechend treffen, das Ergebnis anschließend gemeinsam resümieren. An dieser Stelle endet der Teil 2.4 Management der Lieferantenbasis und auch der vierte Teil der Online-Video-Lehrveranstaltung. Im nächsten und letzten Teil wird dann der Abschnitt 2.5 behandelt. Lieferanten entwickeln, Lieferantenleistung durch Qualitätsmanagement verbessern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude bei Ihrem Online-Studium im Modul Lieferanten und Qualitätsmanagement.